Die siebten Highland Games auf der Hochebene von Engersen lockten am Pfingstsonntag mehrere tausend Zuschauer auf den Sportplatz des Dorfes. Sieben Mannschaften aus der ganzen Altmark stellten sich dem kräftezehrenden Spaßwettkampf. Schön langsam, Jungs. Sieht sehr gut aus. Eine Seite ist mal noch 13. Zu den Disziplinen zielten Kistenstapeln, Bierkrugstemmen, Sack über die Schnur, Baumstamm drücken und werfen, Sack werfen, Reifenturm, Pickup ziehen und ein Baumstammparcours. Der abschließende Höhepunkt war eine Rallye über fünf Stationen. Diese begann mit der schottischen Schubkarre. Es folgten Fassrollen, Skilaufen, der fliegende Highlander und schlussendlich musste jedes der fünfköpfigen Teams einen Tisch, Klappstühle und Bier für die Mannschaft über das Feld tragen und aufbauen. Die Organisatoren des ersten FCKW, dem ersten Fußballclub Kalbe-Wernstedt, haben mit der siebten Auflage der Highland Games wieder einmal für ein Veranstaltungshighlight in der westlichen Altmark gesorgt.